zweiten Tags. Und jetzt gerade merke ich, dass dieser Punkt gekommen ist, an dem man dieses seltsame Roadtrip-Feeling hat. Das Auto ist von außen zugestaubt, von innen auch schon. Und ich fühle mich zu Hause und wohl und habe irgendwie das Gefühl, ich müsste gar nicht mehr aussteigen und kann Tag und Nacht mit dem Ding in der Gegend rumfahren. Lass das Lenkrad leicht nach rechts einschlagen. Passt. Noch ein bisschen mehr. Ist das schon der Pass hier oben? Ja. So. Wir haben schon erreicht. Das ist unser Passhöhe. Wir sind aus dem Hotel raus, haben getankt, sind knapp 4 Kilometer gefahren von da. Plötzlich stehen wir hier und sind wieder ausgestiegen. Sonat hat schon gar keinen Bock auszusteigen. Der bleibt lieber an seinem Tablet. Und irgendwie so, das war jetzt für heute das Highlight. Und was jetzt? Wir sind jetzt ein bisschen von der ursprünglich geplanten Route abgewichen, weil Porta in Valira war halt ja, kurz und unspektakulär, einfach weil auch recht viel Verkehr war. Deswegen sind wir jetzt hier auf einem anderen Pass unterwegs und fahren quasi so eine Schleife um den Berg herum wieder zur ursprünglichen Route. Jetzt sind wir hier auf irgendeiner kleinen andorischen Bergstraße, die vermeintlich auf der Karte aussah wie ein ganz netter Pass, aber keiner ist. Vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, bisher heute alles noch ein bisschen unspektakulär und unaufregend. Die Sonne knallt ohne Ende. Mein Sonnenbrand freut sich nicht gerade so richtig. Ich male jetzt mal eine Straße wieder. Eine kleine Straße. Der Tag ist gerettet. Da fährst du die ganze Zeit im Kreis irgendwie bergauf, bergab, suchst tolle Straßen und dann kommst du hier auf die spanische Landstraße und bist plötzlich wieder glücklich. Jetzt hier, die Zelte haben wir aufgeschlagen in La Guingueta. Danö. Und haben heute einen Pass zurückgelegt, der war eine Luftnummer, der hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das war das Porta en Valira in Andorra. Aber ein bisschen später, als wir aus Andorra raus waren, direkt nach der spanischen Grenze, besserer Asphalt. Und völlig unerwartet und hatten wir nicht auf dem Plan. Kommt da plötzlich ein Tag, Pass. Ja. Der wir hatten ihn gar nicht auf der Karte stehen, ja. Und war dann sehr überrascht, wie geschmeidig doch die Kurven waren und wie perfekt die Kurven getrimmt waren, sind da hochgeheizt und hatten jede Menge Spaß. War für mich persönlich auch deutlich schöner nochmal als gestern der Palieres oder wie er hieß, ja, ne? Weil einfach der war zwar landschaftlich sehr toll, aber eben einspurige Straße und heute hatten wir vor allem sehr viele schöne, schnelle Wechselkurven und alles. Das war, finde ich, deutlich schöner zu fahren und macht einfach nochmal ein bisschen mehr Spaß als nur Serpentinfräsen. Ja, mal ein bisschen die Gänge ausfahren. Ja, also Daumen hoch für den El Canto. I'm on the road, waiting for Mare to come on the road, I'm on the road,
home, waiting for Marty to come home, home, come on. Schön, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Nicht vergessen, uns zu abonnieren und Daumen hoch.